Heute geht es auf den Puig de Masanella. Das ist Mallorcas höchster begehbarer Gipfel. An diesem Tor hier müssen wir erstmal Wegzoll bezahlen. Wir folgen ab jetzt der Beschilderung in Richtung Masanella. Alle ausführlichen Tourdaten und den Track kannst du auf phototravelers.de nachlesen. Der Weg führt uns erst durch Wald, vorbei an knorrigen Bäumen. Doch ab und an haben wir einen tollen Ausblick. Wir kommen weiter voran und die Landschaft beeindruckt uns wirklich sehr. Übrigens laufen wir hier einen Klassiker auf Mallorca. Jetzt sind wir schon so hoch, dass wir einen genialen Ausblick auf die nun unter uns gelegene Landschaft genießen können. Nach einer knappen Stunde verändert sich die Umgebung. Wir steigen über Felsen und Steinplatten weiter auf. Bäume wachsen auf dieser Höhe nur noch sehr vereinzelt. Nach knapp 2 Stunden erreichen wir die Schneeebene auf 1200 Metern. Jetzt ragt vor uns die Masanella Doppelspitze in den Himmel. Diese Hochebene und die Karstlandschaft ist wirklich gewaltig. Der Weg hinauf zum Gipfel zieht noch einmal deutlich an und ist stellenweise auch nur schwer zu erkennen. Das macht aber nichts, schließlich liegt das Ziel direkt vor uns. Yes. Besser. Yay. Nach 2,5 Stunden stehen wir endlich auf dem Puig de Masanella. Yay. Yes. Geil. Ganz alleine sind wir heute nicht. Die Tour ist eine der beliebtesten Wanderungen auf der Baleareninsel. Kein Wunder, denn der Rundumblick über Mallorca ist kaum zu übertreffen.